Oh, langsam ist heller geworden. Ja. Wir waren ganz oben, haben euch gesucht. Die beste Geschäftsidee. Da hinten im Sand eröffnen wir eine Bar, eine Strandbar. Die Flöte sägt. Die Flöte sägt. Komm raus, komm raus, komm raus. Die Flöte hat das Holz gesägt. Leute? Ja? Ich und Helmut, wir gehen nach da runter und dann zu irgendeiner Richtung und dann zum nächsten Biergeschäft und dort Bier zu kaufen. Wir müssen auch noch hier durchlaufen. Ich bin ein richtiger Kompasskopf. Und ein Kondensmilchgesicht. Uraninflecken. Niederletzte Penner. Ich habe heute noch keine Zähne geputzt. Aus meinem Mund fliegen raus. Und Mücken und Moskitos fliegen auch daraus. Und Mistkäfer. Das sind richtig geile Käfer. Die haben in ihr Leben schon ganz viel Scheiße gefressen. Aber so richtig viel, das schwöre ich euch. Genau aus diesem Grund fliegen die aus meinem Mund raus. Weil ich heute noch keine Zähne geputzt habe. Das müsst ihr euch mal alle vorstellen. Boah! Die Löcher in meinen Schuhen, die werden immer größer. Guck mal. Ich glaube, es ist nochmal ein Belag drauf. Klares Wasser. Mit Plug dran. Wasserfilter. Es fließt wie Urin. Ich will endlich ein Pickelgesicht werden. Aber ich habe es noch nie geschafft. Ich weiß nicht, wie man sich dahin arbeitet. Ja, hier muss man ein bisschen klettern. Runterklettern. Aber wir müssen nach da ganz unten hin. Hört ihr diese ganzen Flussgeräusche? Flussgeräusche sind geil. Ist er noch dapper? Ups! Ich bin da rüber gesprungen. Meine Schuhe sind trocken geblieben.
Was für ein komischer Wanderweg. Endlich wieder abgerutscht. Das war wieder richtig geil gewesen, auf den Boden zu fallen. Das hat mir wieder eine große Freude zubereitet. Richtig, richtig verranzter Weg. Ich grüße Pankerstube XT. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, wir sind eben gerade diesen verranzten Weg runtergelaufen. Und jetzt sind wir hier an diesem Fluss, noch so ein Gehweg. Und ich glaube heute ganz hinten irgendwo. Da ist ein Bahnhof. Da werden wir im nächsten Zug einsteigen. Und dann nach einem Biergeschäft hinfahren, damit wir alle später noch mehr Bier trinken können. So, unser Zug ist angekommen. Wir werden jetzt hier reingehen. Wir sind gerade aus diesem Zug hier ausgelaufen und wir sind jetzt in Bad Schandau. Und hier sollte es Biergeschäfte geben. Also gehen wir jetzt dahin. Extra, damit wir später ganz viel Bier trinken können. Und nur aus diesem Grund haben wir diesen ganzen Weg dahin gemacht. Und den ganzen Weg müssen wir auch wieder zurück machen. Guck mal, vom Bahnhof bis zum nächsten Biergeschäft. Das ist, keine Ahnung, vielleicht etwas mehr als 1 Kilometer, glaube ich. Also man muss da schon ein paar Minuten laufen. Beziehungsweise hier, über diese Elbe oder wie das heißt. Da laufen wir jetzt auch rüber, weil in der anderen Seite, also guck mal, da hinten in der Seite, da ist Bahnhof und da ganz hinten in dieser Seite, da ist ein Biergeschäft. Das Biergeschäft nähert uns. Das dauert nicht mehr lange, bis wir bei diesem Biergeschäft davor da gekommen sind. Wir sind fast da. Also wir sind jetzt hier bei diesem Biergeschäft. Das ist ein Penny und hier werden wir Bier und sowas kaufen gehen. So, wir haben hier ganz viel Bier gekauft und noch ein paar Sachen. Und das werden wir jetzt einpacken. 12:48 Uhr. Aber bevor wir das einpacken, werde ich erstmal ein Bier trinken. Gibt was. Also, wir haben jetzt dieses ganz viele Bier im Rucksack drin. Und jetzt laufen wir wieder zurück zum Bahnhof, um mit dem Zug wieder zurückzufahren. Wir laufen jetzt schon wieder über die Elbe oder wie das heißt rüber. Ich wäre ein richtiger Gnomengesicht. So, wir sind hier im Bahnhof angekommen und jetzt steigen wir hier diesen Scheißzug ein. Nächste Station. Příští stanice. Krippen. Prosím, vystupujte napravo ve směru jízdy. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, wir sind schon wieder hier in dieser Ortschaft angekommen. Ach, dieser Scheißwind. Diese Ortschaft heißt Schönau, das habe ich glaube ich am ersten Tag vergessen zu sagen. Genau, wir sind hier in Schönau und von hier aus laufen wir wieder zurück zu dort, wo wir gepennt haben.
Guck mal da hinten, da geht's die ganze Zeit bergab. Aber wir sind gerade dabei, die ganze Zeit hier vorne berghoch zu laufen. Und das ist steiler, als es aussieht. Und ich bin ein Kaffeebodengesicht. Guck mal, wir laufen hier gerade durch so eine Feldlandschaft durch. Weil wir müssen nach da lang, wo dieser Berg ist. Und wir haben irgendwie auf die Schnelle keinen Weg gefunden. Deswegen laufen wir hier über ein Feld durch. So, nachdem wir ganz viel Feld gelaufen sind, laufen wir schon wieder genau dort vorbei, wo hier diese ganzen Holzbalken rumstehen. Holzbalken! 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 Noch mehr Holzbalken! Ganz viele Holzbalken! Und aus meinem Holzkopf ist eine Schraube runtergefallen. Also wir laufen diesen Weg hier runter und wieder rauf. Und der kommt irgendwie so endlos lange vor. Ja, als ob das gar nicht so dicht wäre, was wir zum Bier kaufen hingegangen sind. Da haben wir mehrere Stunden für gebraucht. So, jetzt nach da ganz oben hinlaufen, weil da ist unser Biwakplatz. Da, wo wir gezeltet und Feuer gemacht haben und sowas. Wir sind angekommen. Oh, es ist so eiskalt. Ich bin ein Stockgesicht. Flötenmann? Ja. Ich habe Angst davor, dass wenn ich im Wald reingehe, dass dann ein Specht angeflogen kommt und mit seinem Schnabel an mein Ohr rangeht und ein Stück Gehirn rausholt. So, wir sind hier und wir sind jetzt gerade am Sachen packen. Und die anderen sind schon gegangen. Wir sind nur zu dritt. Ja. Und genau. Wir packen jetzt die ganzen Sachen ein und tragen alles nach da ganz unten hin. Damit wir weiter zugelaufen zum nächsten Pennplatz. So, die Sachen sind gepackt. Wir haben unsere ganzen schweren Wegen von da ganz oben runter gemacht. Und jetzt gelaufen wir zum nächsten Schlafplatz. Das wird richtig geil. Und es ist irgendwie total windig und kalt irgendwie hier. Hier ist so ein richtig kalter, widerlicher Wind die ganze Zeit. Der nervt rum. Der ist richtig belästigend. Das ist ein richtiger Plankton. So, wir haben uns von Himmel getrennt, weil sein Zug fährt schon um 6 Uhr morgens. Und unser erst abends um 18 Uhr oder so. Ja, und deswegen sind wir jetzt beide nur noch alleine unterwegs. Mit einem ganz großen Haufen Müll. Und unsere beiden Karren. Und wir laufen jetzt gerade wieder runter zu dem Biwakplatz, wo wir die erste Nacht übernachtet haben, also in dieser Hütte. Ja. Wir gelaufen jetzt und Marvins, sein Rücken tut weh. Das ist richtig widerlich. Ja. Das ist genauso wie in den Anfangszeiten, wo ich Bierpower versucht hatte, dass ich da so einen richtigen Rückenkrampf bekommen habe. Das liegt aber daran, dass ich halt gut, mein Wagenziel, das geht eigentlich. Ja. Aber ich habe halt eine Riesentasche mit dem Müll dabei. Ja. Was sie jetzt angesammelt hat hier die ganze Zeit. Und wir haben vorhin halt noch krass die Sachen runtergetragen von da oben. Und dann dieser Schrank und dieser Mülltüte. Nicht gut für meinen Rücken. So,
Wir sind hier angekommen. Und zwar genau in dieser Stelle, wo wir die erste Nacht gepennt haben. In dieser Hütte. Und Marvin, der Fendt, also der liegt hier schon. Und da oben ist auch noch ein Schlafplatz frei. Und genau. So, wir pennen jetzt schon wieder hier in dieser Hütte. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Wir sind wach und wir haben da drin gepennt. Und wir haben schon die Sachen hier zusammengepackt. Das hier, das ist eine Mülltüte voller Pfandflaschen. Die werde ich später verkaufen. Und ach scheiße, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag, ja. Da muss ich das Ganze bis nach Hause transportieren. Das ist richtig widerlich. Und wisst ihr, was schlecht ist? Wir haben gerade den letzten Schluck Wasser ausgetrunken. Das heißt, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, wir können gleich keinen Kaffee machen. Und wir können keine Zähne putzen. Das ist voll scheiße. Das ist widerlich. Und deswegen haben wir schon unsere Sachen hier gepackt. Und dann gelaufen wir erstmal zur nächsten Ortschaft, um da ein bisschen Wasser zu holen. Und vielleicht ein Bierchen beim Kiosk oder so zu holen. Von daher, jetzt Wanderungsstart kommt. Oh mein Gott, es ist eben gerade was Nerviges passiert. Und zwar, dieser Beutel voller Pfandflaschen, der ist jedes Mal hier runtergerutscht. Und ist gegen mein Bein gefallen. Und deswegen habe ich jetzt den Regenschutz von meinem Wagen, der kann man über den gesamten Wagen rüberziehen. Den habe ich hier dran gemacht, damit das nicht weggerutscht. Und wisst ihr, was mir auffällt? Und zwar, meine Beine sehen richtig benutzt aus von dieser Tour. Guck mal, wie benutzt das hier aussieht. Das war, weil wir diese schweren Sachen den Berg hoch tragen mussten. Und da waren ganz viele Dornbüsche und sowas. Da bin ich immer wieder reingetreten. Das war richtig... Ja, ist halt so. Aus meinen Hoden wächst ein Ziegenbart und aus meinem Gesicht wachsen Schamhaare raus. Heute ist leicht wärmer als gestern, weil ich habe hier meine Jacke weggemacht. Und hier drauf gegangen. Und jetzt laufen wir nach Richtung da lang. Aber da hinten, da ist Schönau oder wie diese Ortschaft heißt. Und da sollte es am Bahnhof geben. Und da werden wir dann gleich einsteigen. Und nach Dresden fahren. Guck mal, wir haben hier Wasser gefunden. Das heißt, wir können diese Flaschen, die genauso leer sind wie mein Kopf, auffüllen. Ja, schmeckt ein bisschen moosig, aber ich denke, kann man trinken. Jetzt bis zur nächsten Tankstelle oder so. Oder wie heißt das Ding? Friedhof oder so. Aber ein bisschen moosig schmeckt das. Naja. Ich bin ein Schimmelpilzkopf. Und ich musste jetzt gerade meine Jacke anziehen, weil es schon wieder kälter geworden ist. Ich bin ein Schimmelpilzkopf. Irgendwie ist das schmierig windig hier. Hier ist die ganze Zeit so ein richtig nerviger, kalter Wind. Der zieht voll durch. Mir ist eben gerade Scheiße passiert. Und zwar, mein Wagen ist umgekippt. Und dann sind diese ganzen leeren Bierdosen und die anderen Pfandflaschen, die sind dann hier auf den Boden gefallen. So, wir sind hier am Bahnhof angekommen und wir haben erfahren, dass Helmut da oben gepennt hat, da oben auf diesem Fels, heute Nacht. Weil heute Morgen wäre sonst ein Zug gefahren, aber den hat er irgendwie verpasst, sodass der erst heute Abend dann irgendwo nach Hause fährt. Und da kommt gleich mit seinem schweren Wagen von dort runter. Und ich werde da einmal kurz hingehen und ihm beim Transportieren ein bisschen helfen, dass wir
dann schneller hier beim Bahnhof sind, bevor wir den Zug verpassen. Und später, wenn wir einen Kiosk gefunden haben, dann wird erstmal Bier eingekauft, damit wir Bier trinken können. Und ich will eine Kleinigkeit essen, keine Ahnung, sowas wie ein Burger wäre gut. Oder ein Hotdog. Sowas richtig kleines, fettiges. Also mit Fett dran und Geschmack und sowas. Bei irgendeinem letzten Imbiss, wo irgend so ein Fettsack drin arbeitet und die ganze Zeit in seinen Arschloch da reingereift bei der Arbeit. Und der hat mit einer richtig fetten Arschritze, die richtig schön ungewaschen ist und so. In so einem Imbiss will ich essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja gut, aber ich gehe jetzt nach da oben und helfe so ein bisschen Helmut beim Runtertransportieren. Und der Marvin, der passt auf unsere Sachen hier auf. Hallo. So, ich habe Helmut abgeholt. Der hat ja hier ihn bei diesen schweren Wagen hier geholfen, den Weg da runter zu tragen. Und wir sind hier, an dieser Bank hier. Also genau an dieser Stelle, wo ich am ersten Tag so gemacht habe. Und weil der nächste Zug, keine Ahnung wann fährt, eine Stunde oder so, oder etwas weniger wie eine Stunde, werden wir hier biertrinkend rumsitzen, weil Helmut hat noch Bier. Endlich wieder Bier trinken. Ai. So, wir sind im Bahnhof und jetzt tragen wir hier die Sachen da rein. Weil das ist unser Zug. Ich bin ein Hopfenkopf und ein Hefengesicht mit einer Gerstennase und so einem Wasseraugen. So, wir sind hier in Dresden Hauptbahnhof angekommen und jetzt gehen wir erstmal zum Bahnhof raus. So, Helmut ist kurz hier beim Schließfach, um hier seinen schweren Wagen abzugeben. Und wir laufen jetzt einmal gleich raus zum vor dem Bahnhof. So, wir waren gerade hier bei diesem Lidl drin und dieser Lidl, der hat auch sonntags offen und da habe ich gerade diese ganzen leeren Pfanddosen und so weiter verkauft und das war das erste Mal, dass ich ohne Maske einkaufen gehen konnte und da freue ich mich richtig drauf. Das habe ich mal dieses Mal richtig genossen. Das wird mal richtig Zeit. Also, wir befinden uns vor einem Burger King und jetzt werden wir hier Mittagessen holen. So, ich werde jetzt Burger King fressen. Und ich habe mir Doppel-Steakhouse-Menü mit Kaffee bestellt. Und Ketchup. Mit Pommes. So, wir haben gerade Burger King aufgegessen. So, wir haben uns von Helmut getrennt, weil sein Zug, der kommt später. Und hier, das hier, das ist unser Zug, der kommt jetzt. Wir werden da jetzt einsteigen und erstmal nach Berlin hinfahren. Der Zug ist voll, der Zug ist voll, der Zug ist voll, der Zug ist voll. Und ich sitze auf meinem Hocker, währenddessen Marvin hier auf dem Boden sitzt. So, wir sind jetzt hier im Berlin Hauptbahnhof angekommen und das ist unsere Umsteighaltestelle. Hier müssen wir noch so ein bisschen warten, bis der nächste Zug ankommt. Und dann steigen wir da ein. Unser verranzter, dreckiger Zug, der kommt hier angefahren.
Wir werden da jetzt einsteigen. So, wir sind hier in Bremen angekommen und Marvcon TV, der fährt gleich weg zu sich nach Hause. Und ich fahre gleich auch mit der Straßenbahn nach Hause. Also verabschiedet man sich. Und darauf werde ich jetzt ganz traditionell mein letztes Bier aufmachen.